Hallo und willkommen zu diesem Horror-Dings-Spiel, wie Paul es gerade so nett genannt hat. Horror-Dings-Spiel. Das ist wundervoll. Ja, willkommen zurück bei Vampires. Wir haben letztens da aufgehört bei Pisha, hieß sie, ne? Pisha, genau. Pisha. Und zwar sind wir durch dieses wunderschöne Haus gegangen und Geglitscht. geglitscht, eher gesagt. Ja, das war wirklich, ja, wir sind wirklich eher geglitscht. Und haben dann unten im Keller Pisha gefunden, die Menschen vernascht hat. Also verspeist, nicht vernascht. Also vernascht auch. Aber ja, auf jeden Fall hatten wir dann oben noch einen getroffen, den wir ihr wiederbringen oder zurückbringen sollten, damit sie ihn aufessen kann. Wir sind dann wieder zurückgelaufen und der Typ war natürlich weg. Jetzt sind wir hier wieder in dem Raum und haben gesehen, dass da eine Visitenkarte liegt, Genau. die ich jetzt aufhebe. Wir dachten ja eigentlich, dass er sich in diesem Schacht versteckt, wo Ja, wir nicht ey, reinkommen. das wäre super logisch gewesen, dass er sagt so, ey, ich verstecke mich hier und fickt euch alle, aber es geht nicht auf. Es ist egal, Aber was da ich ist eine mache. Leiter, ne? Da geht es Ja, ja irgendwo hin. das ist eine Leiter. Naja, ich guck mal auf mein Lederlogbuch. Du musst lesen, weil ich habe heute meine Okay. Brille vergessen. Wo müssen? Das ist doch das, Visitenkarte ne? anscheinend wohnte in den Skyline Apartments. Skyline. Okay. Dann gehen wir raus und dann müssen wir ihn hier wieder hinbringen und oh. Nun gut, es wäre so viel einfacher gewesen, hätte er sich einfach da unten versteckt. Und Wir wir hätten hätten ihn bewusstlos geschlagen. ja, oder getrunken. Ja. Und dann hätten wir ihn hingeschleppt und dann wäre alles gut gewesen. So, Skyline Apartment, wo waren Ah. denn die? Hahaha. Sind das diese großen hier gewesen? Waren das die Skyline Apartments? Guck mal auf die Weil guck mal, jetzt Busstation. ist es hier nämlich nicht mehr. Vielleicht ist es in Santa Monica Ich irgendwo. meine auch, die hatten wir noch. Ja, ich bin auch Nee, da fast. in dem Chromantier, da ist es noch. Ja, okay. Ich bin echt gerade super blind. Ich habe nämlich die letzten Tage durchgehend meine Brille getragen. Und eigentlich ist das überhaupt kein Problem, wenn ich die mal nicht trage. Ich kann halt immer noch was sehen. Nur auf Entfernung weiß ich immer nicht, ob es S5 oder vielleicht doch eine 4 Genau sein kann. dasselbe Problem habe ich auch. Wir arbeiten ja an Monitoren und Ja. da braucht man das nicht unbedingt. Und Aber so wenn an da so manchen ein. Tagen ist das halt echt, dann merke ich, okay, ich kann schlecht sehen Ich habe das und mal beim irgendwie Einkaufen. Ich so, was steht da ist. hinten? Welche Abteilung? Oder Oh. bei irgendeinem Bin ich Möbelgeschäft, verlaufen? einem sehr großen schwedischen Möbelgeschäft. Da läuft man durch die Gegend und erkennt dann irgendwie die Leute Den nicht, nicht mit denen mehr. man da ist. Ja, oh, ich hatte auch Wo schon mal seid so ein ihr? Ding, weil es tatsächlich bei mir auf Entfernung ist, dass irgendjemand in der U-Bahn, also noch in Berlin, wo diese durchgehenden U-Bahnen sind, da stand jemand hinten, ist aufgestanden, hat mich angeguckt, also ich habe es gedacht, dass er mich anguckt und winkt die ganze Zeit. Und mir war das so unangenehm. Ich weiß bis heute nicht, ob das jemand war, den ich wirklich kannte, weil er sich dann auch irgendwann wieder hingesetzt hat, weil es wahrscheinlich auch für ihn sehr unangenehm war. Aber mir war es so, Meint er mich? Soll ich kenne jetzt ich den? winken? Soll ich? Ich weiß es nicht. Das ist Ich das erkenne das Peinlichste Gesicht überhaupt, wenn man nicht. denn winkt und das ist gar nicht für einen. Hey! Hallo! Doch Ja. nicht, okay. Unangenehm. Ja. Ja, deswegen hat es, also weil ich jetzt die letzten Tage die durchgehend getragen habe, hat sich mein. Haben sich meine Augen so sehr daran gewöhnt, dass jetzt alles, was ich irgendwie jetzt mache, sich anfühlt, als wenn ich, weiß ich nicht, in so einem leichten Traum-Filtermodus Ganz wäre. schlimm finde ich das auch, wenn man irgendwie eine lange Fahrt hat und einen liest und die ganze Zeit irgendwas so vor einem Augen hat Ja. und dann das Ding runter. Das ist so unscharf, ey. Jetzt wäre man unter Wasser oder so. Ich weiß nicht, wo die Skyline-Apartments Guck mal sind. an die Bushaltestelle. Bushaltestelle, sehr Ob gute die hier Idee. sind. Wobei mir das irgendwie bekannt vorkommt aus Ja, längerer Zeit. ich. Die sind auch. Doch hier sind die. Zwei. Skyline in der 2. Okay, ich. What the fuck? Irgendein Auto wird geknackt. Nur mal so. Ist das hier Skyline? Nee, Hellbrook. Hallbrook. Whatever. Das war das, wo der Typ uns die Aufgabe gegeben hat. Was ist das? Das ist zugetackert. Zugetackert von. Das ist auch, Ja, muss ich das kann einfach Hotel? diese Map nicht lesen. Ey, das ist auch. Da ist auch ein Hotel. Oh, Kinders. Da ist noch eine Bushaltestelle. Einfach mal gucken, wie weit du jetzt an dem Punkt. Wie weit sind wir davon entfernt? Okay, ich Hä? bin komplett falsch gelaufen. Okay. Lululululu. Die Dimensionen sind doch einfach so falsch dargestellt, so. Man Es. denkt immer, er ist nur zwei Häuser weiter und dann geht man an der Wand lang und zählt die Hausecken. Und das stimmt überhaupt nicht. Dann ist man auf einmal 4 Straßen weg. Ja. Okay, so, wir gehen jetzt.
nochmal zu der hier. So, jetzt sind wir hier. Dann müsste ich jetzt hier runter, dann rechts und dann nochmal rechts. Okay, ich mach das jetzt mal. Hier runter. Din, 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 din. Din, 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 din. Und dann gehe ich hier rechts. Und dann nochmal rechts. Eigentlich. Sind das die schon? Nee, das kann man ja nicht rein. Ach, stimmt. Oh no. Stimmt, stimmt. Oder die da? Das ist das, ach, ist das Lacroix. Das ist die Tübi da, ja. Wie auch immer. Hier ist er Lacroix. Lacroix. Was ist das hier? Hä? Ich laufe jetzt nochmal hier lang. Und dann gehe ich hier um die Ecke und dann müssten wir ja da sein. An sich. Das hier? Nein. Confession. Ich habe nichts zu Konfession. Hä? Telefon. Jetzt bin ich da. Jetzt stehen wir ja genau davor. So. Hintereingang wieder. Irgendwie. Weil unser Eingang ist ja auch so komisch, ja, das an der Seite. Stimmt. Vielleicht muss ich doch hier rein. Hola. Ich meine, wir waren da doch schon ungefähr 100 Mal. Waren wir da drin? Nee, aber das ist ja nicht das Richtige. Das ist ja eine Kirche. Oh, es tut mir so leid, dass ich gerade so total bedeppelt bin, aber... Hä? Muss ich hier rein? Hier. Da. Da, direkt daneben. Nun gut. Diesen großen Schild, wo Skyline ist. Hupsi. Ja, ich bin manchmal ein bisschen blind. Das ist leider wahr. Stand da durch Zufall sein Apartment? Hallo. Hier waren wir auch schon mal, wo wir nichts finden konnten. Steht da sein? Bei dem Gegenstand. Ach so, ja, stimmt. ja, das habe ich auch schon durch. Wo haben wir denn? Ah. Da, danke sehr. Dort. Apartment 1. Okay. 90, 210 stand da. 90, 210, kann ich mit dir reden? Nein. Du pfeifst überhaupt nicht, das ist gruselig. Apartment 1. Hab ich's gedrückt? Nein. Jetzt. So, und da müsste er jetzt eigentlich... Oh. Oh, oh. Können wir das? Ja, da waren wir da nicht schon mal drin? Ja, wir hatten es damals versucht. Ach so, wir haben es. Okay, gut. Hallo. Hallo, Mister. Hier sind Bücher. Hier ist Essen. Da ist eine Tür. Hier ist das Bad. Oh, wir sehen uns nicht. Nein. Ah, wir sind ja auch ein Vampir. Das ist wahr. Hallo, ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. Okay. Was ist das hier? Kann ich da durchklettern? Oh. Aha. Ich kann da durchklettern. Das mache ich. Oh, hoch erstmal? Ja. Hallo, Mister. Ich bin der Dude aus dem Lüftungsschacht. Oh Mann. Sie müssen bitte mit uns kommen. Moment, also er ist nach Hause gegangen, um in den Lüftungsschacht zu klettern und sich da hinzuhocken. Also in meiner Wohnung würde ich mich ja sicherer fühlen, irgendwie in meinem Bett oder sowas. Ja, vor allen Dingen diese, also, ja, oh Gott, nein, mich hat irgendwas angegriffen, meine ganzen Leute wurden umgebracht, ich gehe erstmal nach Hause und kletter in den Lüftungsschacht. Ja, also ich würde mich ja verhaften lassen und einsperren lassen. Oh Mann, ey. Glaube ich. Verschwinden Sie von hier, laufen Sie schon tot. Ja, es gibt Orte, so wie diesen. Vielleicht hätten wir vorher speichern sollen. Nicht, dass wir ihn jetzt so überreden, dass er nicht mitkommt. Kannst du noch mal raus? Nee, ich kann nicht mehr raus. Aber du kannst speichern jetzt, oder? Jetzt? Quasi? Nein. Nee. Oh. Hallo, Spiel. Ich mache jetzt erstmal eins. Aber wie haben Sie, was sind Sie?
das ist das Letzte, was Sie sehen werden. Ich bin immer da. Laufen Sie und kommen Sie nie wieder. Aber wir wollen ja schon die Pisha füttern, ne? Ja, genau. Und wir wollen ihn ja auch irgendwie mitnehmen. Sollen wir ihm einfach nur furchtbare Angst machen und ihm die ganze Zeit drohen? Hey, hold it! Ich kann nicht aufstehen. Doch, jetzt. Hallo? Sollen wir ihn jetzt trinken und bewusstlos machen? Nee, ne? Ich bin auch gerade ein bisschen... Es ist mir eine unangenehme Situation in diesem Schrank. Er ist im Schrank, ne? Geh mal raus. Und dann wieder rein, vielleicht. Oder er folgt dir oder so. Ich kann nicht raus! Hilfe! Hier kann ich raus. Oh, da liegt was? Ja. Oh. Das ist nicht das, was ich nehmen wollte. Gegenstand, Fotografie. Peter, was geht denn jetzt? Erzähl mal, was fotografierst du da? Oder hack seine E-Mails und schreib, hey, jetzt dein Kollege, wir sind nicht tot, komm uns wieder abholen. Na, okay. Damit. Und wenn wir diese Blutmacht, wobei wir haben fast kein Blut mehr. Moms. Ich nehme das hier auch noch. Kann ja, ne? Ich das hier nehmen? Oh nein. Sieht aus wie eine Goldkette. Ja, ich dachte auch gerade. Telefonschnur. Na toll. Ja. Ich nehme hier alles. Was mache ich denn jetzt mit dir? Trinke ich ihn? Oder was? Hm. Oder wie? Oder wo? Oder was? Ein bisschen? Ja, was anderes können wir nicht mehr machen. Bisschen nibbeln. Ne? Und stopp. So. Und komm mit. Jetzt? Okay. Oh Gott, wir sind die schlechtesten Auftragskiller der Welt. Wir haben es wahrscheinlich schon verkackt. Nun. Oder sollen wir ihn töten und dann zu ihr bringen? Aber na, das macht ja keinen Sinn. Nee, ne? Hier ist auch nochmal ein Bad. Oh. Was steht denn hier? Vielleicht kann man da noch so. Wieder nur anscheinend wohnt er in den Skyline Apartments. Okay. Okay, er ist ja jetzt so tüdel. Ja, jetzt kann können wir ihn eigentlich einfach mitnehmen, ne? Ja, aber ich kann ihn ja nicht nehmen. Ich kann ihn ja nicht tragen. Das ist voll doof. Ja, da ist ja nicht so schlimm, oder? Mano. Er soll mal jetzt mitkommen. Was soll denn das? Er steht da halt und ist total benommen. Okay. Ich weiß es auch nicht. Ja, man muss ihn überzeugen, zurück ins Krankenhaus zu kommen. Okay, und das konnten wir nicht. Müssen wir noch irgendwas... Hätten wir noch... Das sind immer diese 15 Zentimeter. Irgendwas lernen müssen. Was ist auf dem Foto drauf? Verwackeltes Foto sieht nach einem Nosferatu aus. Hm. Okay. Hoppala. Upsi Daisy. Okay, ja, weiß ich nicht. Soll ich nochmal neu laden und wir müssen irgendwas anderes leveln? Vielleicht. Ja, würde ich machen, oder? Hier irgendwas mit bla. Oh Gott! Okay. Was? Was habe ich gedrückt? Erneut laden. Achso, nein, Spiel laden wollte ich. Oh, vielleicht haben wir Glück. Ich guck mal. Skyline Apartments. Vielleicht gerade da, wo wir ankommen. Ne? Oh, sorry. Ich habe aus Versehen das Mikrofon gehauen. Ja, sehr gut. Yeah. So. Was war? Überzeugen. Manipulation da oben. Einen rüber. 8. Sollen wir das mal investieren? Ja, ne? So. Aber ich glaube halt echt nicht, dass das so viel bringt. Gerade. Scheiße. Wie machen wir das denn?
Der klingt auch nicht mehr so gesund. Nee. So. Die Tür auch nicht. Wir... Oh, Kacke. Mann. Vielleicht gehen wir nicht durch den Lüftungsschacht, das ist ja doppelt creepy, sondern über den Schrank. Durch den Schrank. Weil es nicht schon reicht, dass wir hier einfach einbrechen. Ja. Und ihn, weiß ich nicht, überraschen, wie er in seinem Schrank hockt. Na gut. Vielleicht höflich anklopfen. Hallo, Entschuldigung, ich habe hier dieses Foto gefunden. Und ich wollte es nur zurückbringen. Ja, hier habe ich mir angeguckt. Das hier habe ich mir auch angeguckt. Und jetzt öffne ich diesen Schrank. Hallo. Aber was für eine Crew sind sie? Jetzt, wenn ich wieder nur zwei aus... Ja. Verschwinden sie von hier, laufen sie so schnell sie konnten. Ich versuche mal das jetzt einfach. What? Okay. Aber jetzt geht er ja wahrscheinlich nicht nochmal ins Krankenhaus, ne? Der haut jetzt echt ab, oder? Ich glaube auch. Mann. Es war nur eher das oder halt... Danach konnte man ja noch was antworten, ne? Aber auch nur, ich bin ihr Mörder, oder? Ja, also ich bin das Letzte, was sie sehen werden. Ich bin ihr Mörder. Oder wieder dieses Verschwinden. Mhm. Ich guck mal. Ich laufe einfach mal hin. Und... Oh, ich weiß es auch nicht. Wir sind halt nicht so gelevelt im Verführen. Nee, wahrscheinlich sind wir einfach irgendwie zu schwach dafür. Falsche Richtung. Warte mal, ich guck mal kurz im Log. Steht da nichts mehr weiter. Der ist weg, ne? Der ist weg. Scheiße, wir haben ihm bestimmt geholfen und jetzt flüchtet er. Und jetzt... Jetzt ist sie sauer auf uns, die Coole. Ja. Ach toll. Dabei wollten wir doch nur einen Monsterfreund. Ja, ne? Das wäre so cool gewesen. Ich hätte ein paar getrunken. Ich hätte genascht. Inonet sagt auch nichts anderes. Ja, das ist halt das Problem. Ich glaube, das ist halt echt, je nachdem, wie man dann gelevelt ist. Entweder kann man dann nur manche Missionen verkacken oder. So, jetzt gehen wir da nochmal rein. Und dann. Mich würde trotzdem mal interessieren, was mit diesem Schacht ist, weil irgendwas ja, muss also die sagen, das ist eine Abkürzung zu Pisha. Ja, aber warum kann man dann... Also hätte man den Schlüssel finden müssen, dann kann man auch nicht mehr knacken. Doofig. Wo ging's denn hier eigentlich? Nee. Hier lang? Nee, da nicht. Nein. Nein, ich will da runter. Lass mich da runter. Okay. Nee. Oh. Hallo. Das ist echt ein Wecke-Glitch. Das ist unglaublich. So, hier war sie doch, oder? War sie nicht hier? Ja. So. Ich habe ein Problem. I made a request of you. Why have you not sent the man down? Disappointing. Ja. He will bring others. Okay. Lawmen. This will be an inconvenience. I should have known not to involve a novice in this matter. I go. Die hat uns bestimmt mal voll geholfen. Ja. I made a request of you. Why have you not sent the man down? Weil, warum kann ich denn jetzt immer tausendmal... Warte mal, ich guck mal, was hier Fehlschlag ist jetzt. Oh no. Und hätten wir was anderes geantwortet, hätte das wahrscheinlich auch nichts... Dann wäre da einfach im Schrank stehen geblieben, ne? Ja, naja, das ging ja nicht. Wir konnten ihn ja nicht mitnehmen. Ach, goddammit. This will be an inconvenience. I should have known not to involve a novice in this matter. Ich gehe. I go. Wo denn? Du stehst hier noch. Ich finde es übrigens schön, dass der Torso, den wir da hingelegt haben, immer noch da ist. Stimmt. Wo gehst du denn noch mal raus? Hä?
Wir sind doch nicht durchs Loch, oder? Nee, eigentlich nicht. Na doch? Da. Ich verirre mich hier total. Das ist furchtbar. Hallo. Und ja. Shit. Ah, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ich hasse es. Ganz ruhig. Okay. Alte Spiele sind so cool. Oh ja. Ey. Ducken vielleicht? Oh, jetzt bist du oben. Ja. Oh Gott. Ganz vorsichtig. Und jetzt. Hopp. Geschafft. Ducken. Oh. Duck dich. Und geh durch. Ja gut, okay. Jetzt haben wir es halt nicht geschafft. Nächster Quest. Ja. Das ist sehr, sehr enttäuschend. Okay, was haben wir? Achso, soll ich mal zu dem Typen zurückgehen, der uns da diesen Auftrag gegeben hat, der mit diesem lila Fenster-Kram? Mhm. Ich rutsche schon wieder immer tiefer, merke ich gerade. Couch. Was? Hey, Glitchy Boy. Wo war das lila Fenster denn? Das da. Ah. Das war ja auch nur irgendwie gerade auslaufen und dann stand er da mitten im Raum. Oh Gott. Ich bin übrigens auch gerade im alte Spiele spielen. Also so, ich habe zum Beispiel früher hatte ich angefangen mit sowas wie Baphomets Fluch und so. Mhm. Und ich habe jetzt gesehen, dass es bei Steam auch den dritten und vierten Teil gibt, wo die dann so mit 3D angefangen hatten. Und das habe ich jetzt am Wochenende angefangen. Und ich glaube, hätte ich nicht so viel nostalgischen Wert, dann würde ich es mega crappy finden. Aber es ist grandios. How can I be of assistance? Of course. Ja, aber der hat ja auch keine neuen. What is it you would like to know? No more than yourself. But I do know that LaCroix is much too focused on acquiring it. His obvious need for it reveals a weakness that his enemies may one day exploit. I do not know. Although I must admit that I sense a change in the night air, something subtle and not altogether pleasant. Perhaps the arrival of the sarcophagus is the harbinger of something more dreadful. I will say no more. Okay, wollen wir dann mal gucken, ob wir dieses Buch irgendwie, ne? Ja, weil ich weiß, dass wir auch noch den Auftrag von diesem Prinzen haben, genau, mit dem Sarkophag. Finden Sie Gary. Der Prinz hat vorgeschlagen, mit Isaac Abrams, dem Baron von Hollywood, zu sprechen. Im Juwelierladen, genau das. Wollen wir das mal gucken? Ja. Da waren wir auch noch stehen geblieben, ne? Glaube ich. Wir sind aus dem Grund nach Hollywood gekommen, das weiß ich noch. Und dann wurden wir abgelenkt durch Dinge. Oh, Labyrinth, 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 Hilfe, Hilfe. Oh, war das nicht hier? Dieser komische Teppich, wo man nicht weiß, ist er jetzt rot oder lila? Ah! Rot oder lila. Ja. Auf jeden Fall, Baphomets Fluch ist, finde ich, immer noch extrem gut. Auch wenn die Spiele immer schlechter wurden. Ja, mein PC ist ja jetzt auseinandergebaut. Auseinandergebaut? Ja, er hat auf einmal Puff gemacht, so ein lautes Geräusch, so ein Knallen. Da ist die Sicherung rausgeflogen. Und dann ging er nicht mehr an. Und wahrscheinlich ist das Netzteil kaputt, aber vielleicht auch das Mainboard. Und jetzt ist er auseinandergebaut, um festzustellen. Oder ich habe ihn auseinanderbauen lassen, um feststellen lassen, dass der jetzt kaputt ist. Oh, Kacke. Ja, aber es ist befreiend, mal so kein PC, kein Internet. Kein ständiges, ich mach mal den PC an und dann hängt man da 2 Stunden vor und weiß eigentlich gar nicht, was man machen will. Ja gut, okay, dann hast du ja auch noch. Also ich hätte sowas wie den Fire Stick oder meine Playstation ja noch rum. Ja, ja. Aber so, wo ist denn jetzt der Juwelier? Mach ich gar nicht viel. Oh, mir rutscht das hier immer das Ohr runter. Ja, es sieht auch sehr lustig aus, dieser Knick. Tut ein bisschen weh. Normalerweise hat die Brille das immer noch so extra gehalten. So, Abrams Juwelierladen. Ah! Einbrechen. Hinten. Aber da waren wir doch auch schon drin.
Das, ja, genau. War da das nicht so, dass wir den nicht gefunden haben? Doch, wir waren da drin und... I have no idea anymore. Guck mal, wir waren doch hier schon. Wir haben nachher auch mit Schnubby Pups geredet. Make good time. Hand me the item. Was sollen wir ihm geben? Ach, richtig. Oh. Was für ein Gegenstand. Der Prinz will den Sack hier. Sie untersuchen für die Camilla den Anarchen und die Ursache. Okay, ich bin total aufgeschmissen gerade. Ich habe keine Ahnung. Was für ein Gegenstand? Ich habe so ein... Ich habe hier den hier. Möchtest du den haben? Nee. Oh, schade. Möchte er nicht. Nun gut, hätte ja sein können, dass er ihn ganz gerne haben möchte. Wer möchte nicht so ein kleines Figürchen haben? Oh, ich habe hier nur sein Wiki. Er ist männlich. Das ist ja nun... Er hat zwei Kinder. Niemand interessiert seine Lebensgeschichte. Ich möchte jetzt... Ja, echt mal. Der Prinz will... Man findet also... Okay, Juwelierladen. Okay, I don't know. Warte mal, Hollywood. Ich gucke mal hier auf Hollywood. Und hier, der Prinz bittet sie in ein E-Mail-Restaurant. Tommy, Café. Ein anderer Fest, oder? Ja. Ja. Aber, bevor wir da jetzt irgendwo anders noch hinreisen, gehen wir kurz in die Werbung. Ja. Schauen noch mal nach, was für ein Gegenstand der gute Typ meint. Denn ja, das wissen wir nicht mehr. Nein. Aber wir finden es raus und dann sind wir schlauer zurück aus der Werbung. Genau. Bis gleich.